Hey ihr Freunde von kannibalistischen Äffchen, willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Jetzt stellt euch die Frage, ist es Kannibalismus, wenn sie Menschen essen? Dann halt Menschenfresser, Affen, okay. Ich habe es mir gerade selbst beantwortet. Ja, wir haben letztes Mal Riku, den Piratenkapitän, besiegt und haben seine Rüstung mitgenommen. Finde ich sehr geil. Erstmal, also so 10 Minuten im neuen Land, so gefühlt. Und dann direkt mal so eine legendäre Rüstung abgreifen von einem Piratenkapitän. Der... ja, richtig krasser Mofo ist. Hier drüben. Ja, ich hab das gemacht. Eure Legende. Die Rüstung passt gut zu euch, mein Herr. Ihr seht ganz aus wie der alte Riku. Kashira, solltet ihr nicht gerade Geistergeschichten in Phones Zuflucht erzählen? Gebt die Rüstung her. Und zwar schnell. Ich muss pissen. Hab's mir für Rikus Leichnam aufgespart. Riku gehört euch. Die Rüstung jedoch mir. Verdammter Samurai. Ihr seid scheiße. Oh, ihr blöden Männer, komm. Wie viel denn noch? Alter, ich schlage ihn, das ist ihm total egal. Ihr seid mir vielleicht ein paar Schlingelchen. Einer ist noch da, ja? Hey. Alter. Stirb jetzt. Das reicht mir. Das waren alle. Alter, wie sie es noch wissen wollen, ihr Penner. Sarugami ruht immer noch in der Rüstung. Na, ich weiß nicht, ob ich das mit dem Talent gut finde, weil... Fluch und Segen zugleich. Nicht mehr blocken zu können, ist schon ein bisschen blöd. Aber, naja, ich nutze es eh sehr selten. Ich werde die Rüstung mal verbessern, vielleicht macht das ja noch was her. Aha. Wo ist das denn, Vögelchen? Na, ich geh mal dahin. Ach Mann, der wollte es halt wissen, ne? Und hat sich gedacht, hier, er macht die Arbeit und ich habe dann die Belohnung und dabei habe ich jetzt schon wieder unnötigerweise die ganzen Plünderer abgeschlachtet. Wärst du einfach mal ein bisschen cool geblieben, ne? Und hättest dir gedacht, so, nee, komm, er hat sich verdient und jetzt ist halt alles wieder schlecht für den Kampf gegen die Mongolen. Wie viele hat sie vergiftet? Och. Ich würde mir da keine Gedanken drüber machen, es waren wohl zu viele. Das Bambus? Ne, Erinnerung an Kummer. Oh. Wollt ihr denn jetzt alle? Bin ich die Disney-Prinzessin? Die Tierparade? Soll ich da pusten? Ah. Hier trank ich meinen ersten Sake. Mit 11. Als ich Krieger wurde. Sake ist alle. Hol welchen von den Männern. Ja, Vater. Aber Vater. Ja. Guck mal, er ist halt echt noch ein Bub. Ich meine, am Bartwuchs kann man es schwer beurteilen, aber alt ist er nicht. Männer.
Wo ist der Sake? Jin, bleibt in der Nähe. Befehl eures Vaters. Ich brauche kein Kindermädchen für Tadachi. Bewacht lieber den Weg. Ah, der Mann von Masako. Macht mir Ärger und ein Kindermädchen ist eure geringste Sorge. Was du, Sake? Ach, da unten. Bleibt in der Nähe, weißt du? Und dann darf ich erstmal einen halben Berg runter marschieren. Junger Herr. Die Stimmung scheint prächtig. Glückwunsch zum heutigen Sieg. Dir ist eurem Vater zu verdanken. Die Plünderer nennen euren Vater den Schlechter. Der Titel passt zu einer Legende. Ich strebe seinem Vorbild nach. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, mein Vater wünscht mehr Sake. Ah, nehmt nur. Die Plünderer brauchen ihn nicht mehr. Sie sind tot. Der Schlechter von Blaviken. Da singen sie erstmal. Oh. So, da bin ich wieder. Ich bringe den Sake, Vater. Gut. Setz dich. Boah, so im Funkenflug zu sitzen, ist bestimmt auch nicht angenehm. Sollten wir nicht mit den Männern feiern? Ein Fürst muss Grenzen zwischen sich und seinen Anhängern wahren. Warum? Vertraulichkeit schürt Disziplinlosigkeit. Aber sie riskieren ihr Leben für euch. Und das ist auch ihre Pflicht. Und wird nicht in Frage gestellt. So wie ich meinem Jito gehorchen muss. Solche Dinge habe ich oft mit deiner Mutter diskutiert. Ihr Rat war für mich unerlässlich. Ich weiß nur noch so wenig von ihr. Chiyoko besaß große Einsicht. Tiefes Mitgefühl. Mit ihr verlor ich den besten Teil meiner selbst. Das ist ihre Flöte. Mehr bleibt mir nicht von ihr. Dann lass mal hören. Bitte. Spiele es. Das war das erste Mal, dass ihr mich spielen hören wolltet. Das erste Mal, dass ich mich als euer Sohn fühlte. Ja, er wollte halt einen Krieger aus ihm machen. Und da hat so ein bisschen die Hand einer Mutter gefehlt. Ist wahrscheinlich schwer als Vater, wenn man Anführer eines Clans ist und dann noch einen Sohn hat, den man ja nicht zu einer Weichflöte erziehen darf, weil es sind ja kriegerische Zeiten, wie wir wissen. Oh ja. Was? Schnellreise deaktiviert. Warum? Wahrscheinlich wegen... Ja, es muss immer kurz ein bisschen laden, dass es geht. Sollte jetzt funktionieren. Ja. Aber ich werde erstmal die Äffchen noch beflöten. So ein bisschen. Flötenspiel bei den Äffchen. Habe ich letztes Mal ja gar nicht gemacht. Also zweiten Part, als ich hier war, meine ich. Oh. Der Tanz der Affen erinnert mich an ein Lied, das mich meine Mutter lehrte. Mal sehen, ob ich mich erinnere. Ja, ich weiß, wie das geht, danke. Weil ich so schief gespielt habe. Nam. Ach, Äffchen. Das war das erste Lied, das sie mir beibringen wollte. Ich schmollte, weil es mir zu schwer war. Also spielte sie es mit mir. Genauso schlecht wie ich. Damit ich nicht traurig war. Oh. Talisman des Schutzes durch Mashira. Nutzt du nach unten drücken, also, ne, heilen, verlängert sich das Zeitfenster für die Ausführung von perfekten Paraden, perfekten Ausweichen für begrenzte Zeit.
Heilung kostet eine zusätzliche Entschlossenheit. Was? Nee. Das lohnt sich halt mal überhaupt nicht. Mann, das ist eh schon krass, wie ich mich hier voll ballere mit Heilung. Aber das ist ein bisschen zu krass hier. So. Oh. Ein Baby. Oh nein. Tut meinem Sohn nichts! Hört auf! Bitte! Der Vater und sein Kind, sie beide zusammengekauert. Alter. Das Kind wird immer noch. Ja, das weißt du doch, dein Leben lang. Keiner will Nebel. So. Nebel ist vielleicht ganz gut, wenn ich wieder so eine Ninja-Aktion plane. Aber generell habe ich doch Sonne lieber. So. Wenn ich eure Klinge verbessern kann, warte mal. Du warst. Ja, die Rüstungsschmiede. Die Rüstung könnte mehr als Spucke und Polieren vertragen. Ja. Sarugami-Rüstung. Ich guck mir die immer mal an. Na komm, zeig. Oh ja. Der Helm, Alter. Das Äffchen drauf. Normales Parieren ist deaktiviert. Drei Angriffe jetzt die Kette. Ja, okay. Peng. Mein bestes Werk. Ja, geht so, ne? Geht so. Entschlossenheit um einen bedeutenden Wert erhöht. Entschlossenheitsgewinn und das Zeitfenster wird verlängert für das Ausführen von perfekten Paraden und Ausweichen. Ja. Der Affe, guck mal. Der wird immer größer. Jetzt habe ich so einen Gorilla auf dem Kopf. Achtung. Ja. Muss immer wieder raus und wieder rein, sonst sehe ich das nicht. Und die beste. Alter, sieht schon nicht schlecht aus. Normales Parieren ist deaktiviert. Oh, wird zu einem Angriff der Gegner blendet. Und Entschlossenheitsgewinne sind um einen gewaltigen Wert erhöht. Ja, doch. Mein bestes Werk. Ja, ist nett. Aber der Helm geht gar nicht, alter Schwede. Der behindert doch total, oder? Also mich würde der echt behindern, der Helm. Oh, Sarugami-Helm. Das ist der einfache. Ah, komm mal. Oh je. Aber lass das mal. Jetzt will ich. Ich will aus wie so ein. So ein bunt gescheckter Hund wieder. Kann ich den nicht hier noch einfärben oder ging das anderswo? Was war das? Der Geist von Iki. Ich mach die Hauptmission erstmal. Danke. Wie gesagt, die Nebenmissionen, die werde ich natürlich auch mitmachen. Ach, guck mal, wie es wieder aussieht hier. Ein Traum aus Pastell. Ach, mal was so. Guck mal hier, es ist halt immer wunderschön, verdammt. Da bist du blind, so schön ist es hier. Ja, ich muss einen Färber finden, aber hier sieht man ja schon. Ich fress Blumen. Der Vogel will wieder was. Oh. Das ist wieder Haiku. Wow. Okay, das ist nicht gut. Ja. In die Unendlichkeit gestürzt. Quasi. Ist das Haiku oder was? Aha. So, Jin, erstmal schön Sungazing. Über Akzeptanz sinnieren. Kopf voller Speere. Da wird mir jetzt was anderes einfallen. Ein Fels hoch oben. Blätter flüstern nah. Ein Fels hoch oben. Kopf voller Speere. Ein guter Freund beim Grasen. Weiße Knospen leuchten hell, oder? Ein Wald offen für alle.
Nacht wird zu Morgen. Oh, die Katze. Und die Katze döst. Ich nehme die Katze. Ist mir egal, was jetzt noch gewesen wäre. Ein Fels hoch oben. Ein guter Freund beim Grasen. Und die Katze döst. Diamant der Akzeptanz. Na, ich glaube, ich lasse. Ich brauche nicht irgendwelche komischen Papierfächer da. Enzo. Ja, das wird jetzt eh noch nicht klappen mit dem Mongolenschiff. Das ist ja alles noch in Vorbereitung. Oder brennt schon wieder die Hütte da vorne, ne? Ach ne, ist ein Lagerfeuer. Aber auch ein bisschen auffällig, Jungs, ne? Oh, sind das Plünderer, ja. Bin es nicht gewohnt, die zu sehen, das war immer... Auf den Klippen. Spricht mit einem Freund. Aber wie oft sie diese Stimme haben, die von Kratos hier. Finde ich ein bisschen schade leider, dass die so oft verwendet wurde. Ich meine, ist eine coole Stimme, ja. Aber ich muss ja immer diese Werbung mit den Bratwürsten aus dem Radio. Die beste Verteidigung ist, sich von diesen Bastarden fernzuhalten. Mehr Mongolen lügen! Der Adler spricht die Wahrheit! Oh. Nur die richtige Bratwurst. Nein, ich wollte nur gucken. Töte den Feind nächstes Mal nicht so voreilig. Vielleicht wusste er etwas Brauchbares. Gesungen hat er. Du nanntest ihn einen Lügner. Was hat er gesagt? Das kann warten. Das Schiff legt bald an. Wenn es da ist, sag deinen Männern, dass wir es leise entern. Wenn es zu viel Schaden nimmt, durchschaut das Kriegsschiff des Adlers unsere Tarnung, bevor wir nah genug zum Angriff sind. Keine Angst, Genos Yerikawa. Das Trossschiff wird keinen Kratzer abbekommen. Ruh dich jetzt aus. Das Schiff wird bald hier sein. Ach du, wir haben heute noch nicht viel gemacht, also. Jin aus Yerikawa. Immer ausruhen. Wir sind ein Stückchen hergeritten, das war's. Die 2 Kilometer da. Es ist Zeit. Sie kamen mit Ruderbooten an Land. Wir borgen sie uns für den Weg zum Schiff. Der Nebel ist gut für uns. Wenn sie uns kommen sehen, könnte sie das verscheuchen. Legen wir los. Wirkt das Gift des Adlers noch? Ich bleibe bei Sinnen, falls du das meinst. Nein, du sagst, es lässt dich Dinge sehen? Dinge, die ich vergessen will. Wie dein Seidenhakama mit Blut zu besudeln? Ein bisschen schlimmer als das. Gut, ich beiße an. Was ist das Schlimmste, das Jin aus Yerikawa passiert ist? Der Tod meines Vaters. Wir kämpften gemeinsam. Tut mir leid. Muss es nicht. Du wusstest es nicht. Hätte auch sarkastisch sein können, aber ich glaube, Jin ist nicht so. Er ist leider viel zu ernst. Ja? Ihr wisst, wie es läuft. Schnell und blutig. Für diese Mongolen nach Ikiat willkommen! Angriff! Scheu zu kämpfen! Ja, du bist auf meiner Seite, ja? Okay, ihr wollt es nicht anders. Sind noch mehr! Auf sie! Sonst bemerken uns noch mehr! Los,
Schwein. Alter, es reicht jetzt mit deinem Scheiß. So umfallen. Gehört uns. Boote bereit machen. Wieso Bretter? Oh. Ja, ja, ihr macht bereit. Ich plündere noch ein bisschen, ja? Banzai. Rückzug! Nein, ich schleiche mich hin. Schalte die Waffen aus. Die sprengen euch in Stücke! Na los, Jin. Zeig uns, was ein Samurai kann. Alter. Haltet den Kopf unten! Alter, wie soll ich da hinschleichen, bitte? Seid ihr des Wahnsinns? Ja, erstmal kurz auswählen alles. Ja, ich muss nicht mal wirklich schleichen, die zielen echt nicht gut. Die Plünderer wissen, wer ihr seid. Sie locken euch in eine Falle. Ihr seid nicht echt. Oh, diese widerliche. Wenn ihr sterbt, sprechen die Plünderer dann ein Gebet für euch? Dasselbe, das sie vor dem Mord an eurem Vater sprachen. Wie ging das Gebet nochmal? Ihr kennt die Worte. Sie verfolgen euch. Möge euer Tod allen anderen dienen. Seid still! Haben wir schon mal gehört, diesen Spruch. Ah, interessant, ich kann auch hier rüber. So wie es aussieht. Oder ich kann da hinten lang, hä? Ja. Eindeutig ist das Gimmick hier, dass man den Greifhaken so einsetzen kann. Über den Kopf. Willst du nicht laufen? Ihr helft denen, die auf eures Vaters Namen spucken. Als er starb, wart ihr zu schwach, um ihn zu retten? Ich trug keine Schuld. Die uns aber auch die ganze Zeit heimsucht, die Ekelhafte. Beziehungsweise wir uns selber ja die Schuld geben dafür. Kunai, nee. Kann ich die Kanonen nicht nutzen? Das wäre super, wenn ich die jetzt einfach wegsprenge. Wird super lecker Sprengfallen. Oder soll ich die alle leise ausschalten, ist die Frage. Ich mach's leise. Ich glaube, so gegen so viele Bogenschützen wird's mir ein bisschen zu stressig jetzt sogar. Oh nein. Du bist hier relativ laut.
Alter, das sind ja noch mehr. Noch mehr. Hier laut wäre jetzt vielleicht keine gute Idee gewesen. Hier gar nichts. Wollte schon seine Boys rufen hier. Oh. Ladungsliste. 20 Kupfermünzen aufteilen auf Fune, Tenzo und mich. Tenzo, aha. Porzellanscherben 10 aufteilen auf Mannschaft, Seidenballen an Sao oder Tsubaki verkaufen. Leder aufteilen auf Mannschaft, Vorräte an Mannschaft verteilt und Metall Mainz vor Foni geheim halten. Ach so. Keine Ehre unter Plünderern, ne? Hätte ich also auch so nicht erwartet. Oh nein. Ach scheiße. Brennt mal schön, ihr Arschgeigen. Alter, die zielen aber auch richtig gut hier. Habe ich so einen Alarm hier? Ist er gerade runtergefallen? Bleib mal da jetzt. Du bleibst da. Oh. Du Schwein. War's das? Das war's schon. Hat ja ganz schön gedauert, die Kanonen lahmzulegen. Wow. Ich dachte, du bräuchtest mal eine Verschnaufpause. Wie umsichtig. Was ist los mit dir? Zuerst stehen wir Schulter an Schulter. Und dann möchtest du anscheinend die Klingen kreuzen? Nicht jetzt, Samurai. Wir haben zu tun. Dann lass uns danach weiterreden. Nehmt Kurs auf das Kriegsschiff des Adlers. Hoffentlich merken sie nicht, dass die Besatzung Plünderer sind. Ein undankbarer Arsch, ey. Hoffen allein reicht nicht. Lass deine Männer sich verstecken, wenn wir in Sichtweite kommen. Ein leeres Schiff ist ja gar nicht verdächtig. Es verschafft uns Zeit, uns an ihren schweren Kanonen vorbeizunähern. Wir warten, bis sie an Bord kommen. Dann greifen wir an. Jagen ihren Schwarzpulvervorrat hoch. Und reißen dem Biest den Bauch auf. Wehe, du liegst nicht richtig. Ja, ich glaube, auf kurz oder lang wird er uns in den Rücken fallen, Tenzo. Schaut, wir müssen angreifen. Noch nicht. Gleich. Angriff! Schick diese Bastarde auf den Meeresgrund! Au. Ihr macht das schon. Alter. Wow. Ihr seid eigene Leute abmetzelt.
gar nicht. Die Tür ist verbarrikadiert. Rechts sie auf. Schild! Was mit den armen Teufel hier, die tot sind. Okay, einen anderen Weg. Ich mach die Ninja-Version. Da sollten wir aber schnell weg hier, meinst du nicht? Zurück zum Starship, bevor es hochgeht! Los, los! War nicht sehr schlau, aber gut. Heute haben wir für Funes Zuflucht gekämpft! Jetzt erobern wir Iki zurück! Und eines Tages entkommen wir diesem endlosen Leid. Ich weiß echt nicht, was er will. Ich finde die Insel total geil. Das Kriegsschiff des Adlers wurde zerstört. Sie hatte nur ein Schiff, ja? Nicht wie die Mongolenflotte, alles voll geballert vor der Küste von hier Tsushima. War gut. Aber Leute. Gute Arbeit, Tenzo. Das wird Fune sicherlich gefallen. Nein. Sie wird uns bei lebendigem Leib häuten. Wovon redest du da? Sag du's mir. Fürst Sakai. Wenn dein wahrer Name ans Licht kommt, wird jeder Einzelne in dieser Zuflucht dir die Kehle aufschneiden wollen. Sag meinen Namen. Ich werde mich verteidigen. Genau das will der Adler doch. Blutvergießen zwischen Samurai und Plünderern. Sie weiß, zusammen sind wir eine Bedrohung. Schwachsinn! Woher weißt du, wer ich bin? Von dem Mongolen, den du verhört hast? Der Adler wollte, dass du es weißt. Das habe ich davon, einem Samurai zu vertrauen. Ich bin hier aufgewachsen. Lernte im Seichten das Schwimmen. Half beim Bau dieser Häuser. Brach mir den Arm, als ich an den Felsen kletterte, um meine Frau zu beeindrucken. Du hast eine Frau? Hatte ich. Sie und das Kind starben im Kindbett. Fune begrub sie mit mir. Das ist meine Heimat. Diese Leute sind meine Familie. Wenn sie erfahren, dass ich den Sohn des Schlechters von Iki herbrachte, dann werden wir beide gepfählt. Enden als Futter für die Krabben. Das wird nicht passieren. Es bleibt unter uns. Wir haben wohl keine Wahl. Wir haben dem Adler heute einen Schlag versetzt. Wir können Iki retten, wenn wir zusammenhalten. Aber das war erst der Anfang. Ihr Samurai und euer Geschwätz. Ich sag Fune, dein Plan war gut. Geh zu ihr. Sie wird sich sicher bei dir bedanken wollen. Irgendwie bezweifle ich das. Sieh dich vor, Tenzo. Pass auf, was du sagst. Du auch. Jin aus Yarikawa. Ja, jetzt kann ich verstehen, warum er so sauer war. Vorhin.
inmitten des Sturms, Blitze inmitten des Sturms. Da war das Kriegsschiff der Mongolen, das die Küstenwässer von Iki bedrohte. Da wir das Kriegsschiff nun versenkt haben, sollte ich mit Fule darüber sprechen, wie wir unseren Kampf gegen den Adlerstamm vorantreiben. Das habe ich davon, Samurai zu vertrauen. Das sagtest du bereits. So, da ist noch jemand zum Quatschen. Oh, die haben ja echt einen Kampfring, wie gesagt. Das Turnier der geheimen Bucht. Wollt ihr euer Können erproben? Das Turnier steht allen Kämpfern offen. Ihr veranstaltet Duelle während einer Invasion? Gerade in Kriegszeiten tut ein bisschen Unterhaltung gut. Außerdem benutzen wir Holzschwerter, damit niemand verletzt wird. Naja. Ich kämpfe nur, wenn es einem Zweck dient. Ihr wollt einen Zweck? Es winken üppige Belohnungen, sofern ihr gewinnt. Wenn ihr interessiert sein solltet, die Herausforderer warten am Ring. Ein bisschen Übung kann eigentlich nie schaden. Zu Ehren eures schönen Katanas nennen wir euch Bokuto. Ein kleiner Rat. Jeder Kämpfer hat seinen individuellen Stil mit ganz eigenen Stärken und auch Schwächen. Fordert jemanden heraus, lasst das Publikum nicht warten. Ein Schwert aus Stahl. Es muss euch an Technik mangeln. Wow, nur weil ich... Dieses Katana ist für den Krieg. Ne? Für euch nehme ich eines aus Holz. Ich pfählte einst einen Mann mit einem Holzschwert. Da war ich erst 13. Und ihr gebt immer noch damit an? Seitdem habe ich viele besiegt. Dann lasst Vergangenes ruhen und zeigt mir, was ihr heute könnt. Der Bokuto fordert Kai heraus. Ich werde euch ausweiden. Eigentlich dürfte mir mit der Rüstung ja gar nichts anhaben können. Als erster im Ring, Bokuto und sein Gegner, der Plünderer Kai. Treten und schlagen ist erlaubt. Wer zuerst 5 Kontakte erzielt, gewinnt. Okay. Los! Stopp! Au. Geh zurück. Punkt für Kai. Kann ich nicht den Stil wechseln? Zurück. Es waren 2. Weiter. Es waren 2 Kontakte. Stopp. Geht zurück. Punkt für Bokuto. Es waren 4. Weitermachen. Aber ein bisschen verarscht vor. Halt. Au. Auseinander. Punkt für Kai. Ist nicht leicht hier. Weiter. Halt. Zurück. Punkt, ich muss es mit perfektem Bokuto Ausweichen schaffen. Fahrt fort! Halt! Au! Auseinander! Ach, Scheiße! Punkt für Kai! Weitermachen! Halt! Zurück! Punkt für Bokuto! Fahrt fort! Oh. Und der Sieger, Bokuto! Elender Glückspilz. Naja. Ja, okay, dann sind die echt immer sehr hart, die Vorgaben, dass ich da nicht mal den Stil wechseln darf. Im Konflikt finden wir Frieden. Ein Mönch? Okay. Bei den Plünderern? Ein Mönch in einem Duellring. Es ist Teil meiner Reise. Plünderer überfielen mein Kloster. Ich tötete sie mit nichts als meiner Almosenschale. Bracht euren Eid des Gewaltverzichts. Ja, doch so erfuhr ich Erleuchtung. Kämpft gegen mich, damit ich sie erneut erfahre. Der Bokuto fordert Owan heraus. Ist mir eine Ehre. Super. Die Zeit ist gekommen. Als erster im Ring, Bokuto und sein Gegner, der verbannte Mönch Owan. Treten und schlagen ist erlaubt. Wer zuerst 5 Kontakte erzielt, gewinnt. Ja, wissen wir ja. Los! Halt! Auseinander! Punkt für Bokuto! Jin hat echt so ein bisschen glasige Augen. Weiter! Stopp! Geht zurück! Punkt für Bokuto! Na komm! Fahrt fort! Oh, okay, das war kein Kontakt, alles klar. Wahrscheinlich nur mit dem Schwert. Auseinander. Punkt für Bokuto.
Also ist nicht ein bisschen kontraproduktiv, wenn du immer erst kickst, mein Freund? Halt! Zurück! Punkt für Bokuto! Fahrt fort! Okay. Der verbannte Mönch. Der Sieger, Bokuto! Ich danke euch für die Reise. Ja, bitte. Alles gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für den Part. Er ist länger geworden. Oh, Mist. Ein bisschen sehr viel länger. Ah, gut, ist egal. Danke fürs Zusehen, fürs Liken und Kommentieren. Freut mich, wenn ihr das tut. Es ist kein großer Aufwand, aber hilft mir sehr. Und wir sehen uns wieder zu Ghost of Tsushima. Bis dann, tschüss.